Zocker Einsatz. Things that go bump in the night. What the? Jesus! Me. Jerk. Sam B. Okay. Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut them up, butcher style gators in the swamp. Red light, leave them dead, running like a track meet. Scared of nobody. You know who I am. You have any idea who you're talking to? Or maybe you saw me in the playoffs. I played for the fucking goddamn champion. I got a zombie on me, and you can't harm me. Hey, watch it. You voodoo, bitch. Drink blood like a vampire without warning. Who do you voodoo, bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Sam B to Papa Shango, I'm Baron Samedi. Handful of fingertips, toss them up like confetti. Stay full of corpse bitches, I'm a pimp of the dead. Come fuck with a zombie, put a stick in your head. Look, you want ghouls, I got fucking stupid git. Maybe everybody dies, I'm see your ass real soon. Crack bones to the marrow, hot sauce, and they suck it. Now my juju ain't nothing to fuck. Sir, looks like you've had enough. What's your room number? I'll make sure you get there safe and sound. That go bump in the night. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? This is the woman's restroom. I got a zombie on sand. You can't harm me. Who do you voodoo, bitch? Excuse me, sir. Are you okay? Who do you voodoo, bitch? Arms off of my bare hand. Who do you voodoo, bitch? Yeah. Smack your mama with it. Who do you voodoo, bitch? Ja. Und hustet den. Also ganz zum Anfang noch, auch für den Stream hier erklärt. Wir werden in das Spiel reingehen. Wir werden das Tutorial, also wahrscheinlich wird Ossel das Tutorial spielen. Und wir können erst zusammenspielen, nachdem das alles beendet ist. Ach so. Ach, war das bei dem Spiel auch so, dass du da so ein Intro machen musst? Eieiei. Man kann sich in dem Tutorial aber schon Geld holen. Es lohnt sich zu spielen. Wir werden es hier im Stream auch spielen. Ich weiß nicht, ob es smooth spielen wird. Ich werde jetzt dann die Klappe halten, dass Ossel sein Intro auch angucken kann und aufnehmen kann. Nee, das mache ich extern. Das muss ich jetzt nicht mitschneiden. Ach so. Ja, dann können wir drüber quasseln. Dann können wir drüber quasseln, genau. Ich drücke mal auf ein neues Spiel. Ja, ich muss gerade mal bei euch nachfragen. Wisst ihr denn, welche Charaktere ihr spielen wollt? Das können wir jetzt dann noch aushandeln. So. Aber welcher ist denn das mit den Schusswaffen? Das ist die Purna. Die dunkelhäutige? Ja, genau. Okay. Ich mach mal die Musik gerade noch ein bisschen leiser. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Weil die Xian, die spiele ich mit Smooth zusammen. Ach so, okay, ihr habt auch nebenbei ein Spiel am Laufen. Ja. Nice. So ein Schnetzel-Ding, Crafting-Teil kann man immer wieder spielen. Vor allem, wenn es gegen Zombies geht. Smooth, wen wolltest du spielen?
Wurfexpert, Waffenexpert und solche. Ich glaube, jetzt muss ich Smooth doch wieder ein bisschen lauter machen. Ja, ich bin gerade nicht direkt am Mikrofon. Achso. Er will noch nicht machen. Dann hoffen wir mal, dass 35% reichen. Wenn nicht, drehe ich dich nachher wieder hoch. Ja. Dreh sie wirklich. Ja, also sag an, was nimmst du, dann entscheide ich mich dann. Ja, ich spiele am liebsten eigentlich die Shan, muss ich sagen. Weil mit ihren Klingenwaffen, das ist recht ordentlich. So. Und sie sieht auch hübsch aus, ja. Aber ansonsten, aber du hast nichts davon. Ja, ja, aber beim ersten Mal habe ich ja die Purna gespielt, weil ich gedacht habe, oh ja, Schusswaffen, das wird richtig super, ne? Und dann hockst du da und hast erstmal die ganzen ersten zwei Kapitel keine richtigen Schusswaffen. Ja, aber das macht nichts. Mein Vater war ein sehr großer Mann. Ein Chief Inspector für die Hong Kong Police. Even though he died when I was 10, I remember him very well. Der kann alles, oder wie? Killed by an enforcer for the Wall Shing Wall Triad. And I told myself then that I would follow in his footsteps and honor his memory. Ausdauer, alles bei 100. He taught me martial arts. Dann nehme ich continued to practice after he was gone. Den ausgewogenen, oder wolltest du den nehmen? At the top of my university class, I joined the Hong Kong Police. Ah, okay. And was chosen as part of the first all-female anti-organized crime squad. Genau, okay. Ja, dann haben wir es ja. Dann nehme ich die dunkelhäutige. Ossel nimmt den Jan und du nimmst den mit dem Iro. Didn't train us the way they promised they would. They didn't believe any of us women were up to the task. Modus gestartet. Only for show. Instead, my superiors sent me here to this resort, to this front desk to be an informant, spy on wealthy Westerners. Was? Logan? Father would not be proud of me. Nein, diesen Ryder. This work dishonors his memory. Der Ryder kam dann auch nicht erst im DLC oder so? Ja, irgendwie sowas, weil der heißt gleich im Einzelspieler, dann nehme ich halt einfach wieder. But I know I am capable of much, much more. I just need the opportunity to prove myself. Den bösen Buben? Okay, den, eigentlich ist er ja Sänger, oder? Ba-ba-ba-da-ba-dam. Also Sänger, ich weiß ja, da war der Sam B mit seinem Voodoo-Cha-Voodoo-Bitch. Du hast das Kapitel Prolog bereits abgeschlossen. Möchtest du es nochmal spielen? Ja, ich meine, der Vollständigkeit halber, dass es drin ist, ne? Richtig. Ihr spielt das ja auch noch machen, ne? Ja, dann spiele ich den Prolog auch noch. Behemoth freut sich, weil ich gesagt habe, ihr beiden habt nebenbei was laufen. Ah, oh lala. Solche. Oh lala. Ja, wir haben schon viele Sachen am Laufen, ne? Mhm. Ich nehme jetzt heute übrigens auch mal testweise wieder komplett mit OBS auf, weil es scheint einfach im Moment das Nonplusultra zu sein. Die anderen Programme werden ja fast alle nicht mehr richtig abgedatet und so, ne? Und es ist ja auch lightweight. Es frisst ja nicht viel Ressourcen. So. Ja. Ich glaube jetzt, ganz ehrlich, dass, mit was nimmst du auf? Mit Fraps, oder? Nee, mit OBS jetzt. Komplett. Nee, aber normalerweise. Normalerweise kommt aufs Spiel an. Fraps oder was gab's da noch? Das, dieses andere, wo ich den Namen vergessen habe. Das auch nicht mehr weiterentwickelt wird. Shadowplay? Nee, Shadowplay habe ich nie verwendet. Boah, ich kann's hier echt nicht mehr sagen, wie das hieß. Ich komme echt nicht drauf. DX-Story, das war's. Ah, ja, Fraps wird ja seit 6 Jahren schon nicht mehr geupdatet. Mhm. So, wusstet ihr, dass das erste Zimmer, in das man da reingeht, linker Hand, dass das aus dem Trailer zu sehen war und so weiter? Okay, nein. Wo da das Ehepaar liegt und sich quasi die Hände reicht. Und da war ja eigentlich noch ein Kind in der Story drin, wurde im Trailer gezeigt, um das es auch in der Story gehen sollte. Und das haben sie dann rausgepatcht. Weil sie der Meinung waren, Kinder hier jetzt in so ein Zombie-Szenario reinzubringen, wäre keine gute Idee. Und bei Dying Light haben sie es dann doch gemacht. Ach, der Schmarrn. Das mit dem Tür durchbrechen, das ist immer noch. Da muss man die Maus so hin und her schieben. Mhm. Ach so, ja. Ihr habt jetzt also quasi auch alle schon Erfahrungen mit dem Spiel, ne? Ja, so ein bisschen. Und dann wisst ihr ja auch, dass so ein Sprungkick die beste Möglichkeit ist, um so einen normalen Zombie niederzukriegen, ne? Das habe ich rausgefunden, ja, mit Dexian.
Ja, weil ohne den kommst du ja kaum irgendwie ein paar Meter weit, ne? So, ah. Oh, ich habe 117 Dollar gefunden. Ich will an den Koffer, aber ich komme nicht dran. Ach, egal. Du cheatest doch wieder solche. Nein, ich durchsuche gerade alle Koffer. Ach so. Ja, ja, und ich bin auch bei den Schränken. Ich habe einen Energy-Drink gefunden. Juhu. Fitzi Bubbele. Fitzi Bubbele. Ja, ich bin nicht so an, aber ich merke, wenn es blubbelt. Naja, noch. Ja, mit deinen Sprungkicks bist du schon ein Sohan. Ja, ja, soll ich denen dann auch sagen, die sollen an meinen Quanten riechen? Aber erst, wenn ich dann so 3 Kilometer gelaufen bin, anders ist das noch nicht potent genug, ne? Behemoth X-Split ist das Streaming-Programm, das Funk Royal hernimmt. Aber das ist ja kostenpflichtig, ne? Ja, das hat, glaube ich, nur so eine Jahresabo-Funktion, aber ist auch wirklich nicht schlecht. Aber OBS bietet halt so gut wie das Gleiche und ist halt kostenlos, ne? Ja, vor allem bei X-Split gibt es auch eine Kosten, so eine Art Testversion, da kannst du auch kostenlos benutzen. Ja, so ein Monat oder so. Nee, kannst du auch länger benutzen, das ist so eine kostenlose Version von X-Split. Also, aber halt dann hat's verdammt eingeschränkt. Hat's dann auch Einblendungen? Weiß ich nicht. Recorded mit X-Split? Ach ja, da gab's doch auch mal einen Trick, wie werde ich hier im Prolog Millionär, ne? Da konnte man doch die eine Stelle immer und immer wieder spielen, immer und immer wieder plündern, bis man reich war. Und abwärts. Ab in den Fahrstuhl. Na? Ich bin mit dem Rock hängen geblieben. Hast dir das Röckchen aufgerissen? Da fallen Leute runter. Ich sehe gerade, ich habe einen Haufen Schmuck an meinem Arm. Ich glaube, ich bin eher an meinem Schmuck hängen geblieben. Ja, Pech gehabt. Weißt du, das kommt davon, wenn man overdressed in den Kampf geht. Das sagst du mit deinem roten Rock. Ja, der ist aerodynamisch und leicht. Ja. Okay, also ihr wart schon am Fahrstuhl, da bin ich jetzt erst. Ich habe mir wieder zu viel Zeit gelassen. Öffne die Fahrstuhlluke, da gibt mir keinen Prompt. Ah, jetzt. Okay. Badumts. Da wollte mich schon was fangen. Ich weiß bloß noch, wie viel Geld der Endboss gegeben hat. Das weiß ich noch. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Aus einem Let's Play. Sonst habe ich hier alles vergessen. Du meinst hier im Spiel, nicht bei Resident Evil? Nein, hier im Spiel. Okay. Aber ganz durchgespielt habt ihr es beide noch nicht, oder? Nö. Ich habe bloß... erstes Kapitel haben wir ein bisschen was gespielt. Mhm. Anything will help. Also, ich muss zugeben, ich hab's schon mehrfach durchgespielt. 5-6 Mal bestimmt. Ach, die andere stimmt. Guten Tag. Aua. Was? Gebt mir aus, der Fies, ihr Mistkröten. Ja, aua. Beim Smoo wäre es besser, der hat große Füße. Aua. Ich wurde getötet. Schon? Ja. Du sollst doch mit uns gegen die Zombies kämpfen und dich nicht gleich ihnen anschließen. Tatsächlich, ich hab ein abgerissenes Kleid. Ich bin doch am Kleid hängen geblieben. Hm. Ja, dieser Gang gefällt mir gar nicht, da blitzt es und da stehen Idioten. Run to the storage room. Wow, sie haben mich entdeckt, sie haben mich entdeckt! Zwischensequenz. Ach, du blöde Kuh. Du daher. Boah, seid doch leise, lasst mich doch schlafen. Also wir haben hier im Chat haben wir den Ada Wong Fanclub. Puh,
Ich bin synchron zu meinem eigenen Ton, BM, oder? Nicht zu den von solchen. Das werden wir jetzt dann erst gleich sein, wenn wir hier. No! Didn't my buddy tell you? No, stop! Wait! Hey! Can you hear me? Do you understand what I'm saying? Lass mich gehen. Not ahead! Oh, ich hänge hier schon wieder mit meinem dicken Hintern fest. Wie war das seitwärts da durchgehen? Lass mich durch. I'm a doctor, not a bloody executioner. Ja, ja, ich bin Arzt und kein Tresorpanzerbrecher, Knacker. Ja, Ozzel hat ja kein Bild. Der Ozzel, jeder hat seinen eigenen Ding gespielt und wenn wir fertig sind, können wir erst zusammenspielen. Dann können wir ein Spiel suchen, sozusagen. Und dann sollten wir synchron sein. Backehauen, komm her. Those things came for us and Cinemoy went out to kill them. Was, woher soll ich denn jetzt eine Waffe kriegen? Wo war das jetzt gleich nochmal? Ach, das sind wirklich super Leute, ne? Der eine geht raus kämpfen und keiner kommt mit. Ach, da. Das Paddel. Wird gepaddelt im eigentlichen Sinn, ne? Paddeln heißt paddeln im eigentlichen Sinn. Ich weiß genau, welche Szene du meinst. Er kriegt eine gepaddelt. Suche eine Waffe, ja. Ach, hier hatte man ja nicht wie bei deinen leitenden Überlebenssinn, wo man alles angezeigt kriegt, ne? Alright, this is fucking crazy. On three. One, two, fuck it, three! Eins, zwei, fick drauf, scheiß drauf, drei. Au, ich bin eine Dame, du Arsch! Du kannst mich doch nicht einfach so umholzen. So, mal gucken, ob ich die anderen beiden lebendig da durchbringe, ne? So. Ha. Okay. Ja, vor allem sind keine langsamen Toten, sondern sind tatsächlich schnelle Tote. Nicht alle, aber manche. Puh. Gib mir ein Auto. Auto. Alles Blatt. Alles. That's the last one? Okay then. Thanks, mates. Akt 1. Are you there? Hello? Can you hear me? Hello? We were just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation. By air, by sea, but first you need to jetzt get kann man to me. Beitreten. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? Oh, God damn it. You there, mate? Oh. You didn't think you were gonna make it. No thanks to you. Improving. So, du hast den Prolog abgeschlossen, ja. Okay, dann guck ich mal, ob ich den solche da finde, ne? Suche nach passenden Spielen in deiner Nähe. Nach Spielen im selben Kapitel wird gesucht, Freunde werden gesucht. Weiß das Spiel, dass ich mit dir befreundet bin, solche? Hallo. Ich weiß es nicht. Ah, ich hab dich gefunden, ja. Nur der direkte Fortschritt deiner aktuellen Quest kann in dieser Koop-Sitzung gespeichert werden. Charakterfortschritt und Inventar werden normal gespeichert. Moment. Ja, ja. Du sagtest Moment? Ich komme nicht mehr aus dem Menü raus. Ah, er hat mir auch gerade gesagt, ich kann nicht zu dir verbinden. Ich komme gerade nicht aus dem Menü raus. Oder Kreis. Verbunden mit solchen Marien, verbunden mit Smoo. Ah ja, ich sehe euch. Ich sehe euch. Ha, ich sehe den Smoo. Hey Smoo, da bist du ja. Hallo. Wie geht's dir? Ah, ey, ich bin normal. So geht man nicht mit einer Dame um, du Arsch. Wie
wär's, wenn du mal das Voice-over-IP ausschaltest im Spiel, bitte? Was? Was? Das ist an? Ja, wenn du es nicht ausgeschaltet hast. Sprachchat aus, ne? Das müsste es dann sein. Ist es jetzt besser? Fuck, ich würde es dann mit James. Jetzt, ich tauche nämlich nicht jedes Mal das Sprachsymbol über dir auf, wenn du am Quatschen bist. Okay, sehr schön. Ja, nee, das hätte euch vielleicht auch im Stream dann Probleme gebracht, ne? Ach, hast du hier den Fakt aufgenommen? Ja. Okay, gut. Musst du mich erst kriegen? Schon wieder. Es ist doch echt nicht wahr. Kann ich die... Wo ist solche eigentlich? Rausgeflogen? Ja, ich starte jetzt schon zum dritten Mal. Achso. Okay. Wo kommst du? Hallo, Ela. Du kommst hier nicht vorbei. Will ich auch gar nicht hier, das ist nur ein stinkiger Kloraum. Ja, ich hoffe dann, dass das bei mir hell genug ist, aber wenn ich ja halt die Videos auf YouTube rausbringe, dann helle ich die ja eh immer ein bisschen auf, weil ich ja weiß, was YouTube draus macht. Ozzel? Ja. Warum? Ja, ich habe gesehen, du hast da irgendwie rumfuchtet. Ach, ich hab hier gar kein Paddel. Schmeiß dich mit dem Paddel. Jetzt wollte ich dir jetzt klauen. Ich war zu langsam. Bei wem seid ihr jetzt drin? Bei solche eigentlich. Ja, eigentlich sind wir bei solche drin. Ja, Moment, wir gucken einfach noch. So, ich meine, ich kann noch mal aussteigen und noch mal neu rein, wenn du Neues aufgemacht hast. Ja. Okay, also ich bin jetzt drin. Ich werde halt versuchen, jetzt erstmal nichts zu leveln. Ja. Was ich halt komisch finde. Verfügbare Upgrade 1 und ich kann Raserei nicht kaufen. Dafür brauchst du ein bestimmtes Level, glaube ich. Ich habe hier ja, im Moment... Stufe 2. Ich habe hier Smooth stehen jetzt als offenes Spiel. Okay. Gucken wir mal beste Auswahl, was da noch kommt. Ich probiere jetzt mal einen anderen Perk, ob ich den nehmen kann. Ja, den habe ich nehmen können. Ja, ich sehe im Moment nur Smooth als Dings. Vielleicht muss ich nochmal ins Hauptmenü zurück. Ich gehe auch nochmal komplett. Zum Menü beenden, so. Dann spielen die neue Shan 5%, 13 Minuten, ja. Smooth ist in der Nähe, drück dir J zum Beitritt. I found you. You beat up pretty bad. Der Spielermodus aktiviert, Internet. So. Lobby. Lobby. Lab, lab, lab. Ich sehe weiterhin immer noch nur Smooth. Dann geh mal zu Smooth. Na, geh mal zu Smooth, okay. Smooth, dein Rechner macht das ja mit, ne? Bin ich am Stream. Okay. Ah, dann krieg ich jetzt hier sogar das Paddel. Ich bin auch bewaffnet. Ah! Du blöder, haarloser Mann! Hier drin hast du echt nicht viel Bewegungsfreiheit. Dabei ist da bis zum Dach noch ein bisschen Platz, ne? Da. Smooth, hast du schon mit Cinnamoy gesprochen? Nö. Ah, da ist solche. Auf ihn! Oh, wir machen Löcher in die Wand. Beat up pretty bad. Name's John Cinnamoy. I'm the head lifeguard here. The voice on the radio told me... Was? Hast du es übersprungen? Ups. Aber okay, wir haben das Quest bekommen. Hole die Rettungsschwimmerturm-Schlüsselkarte aus dem Bungalow. Und schon auf dem Weg kann man, glaube ich, viele Nebenquests finden. So, wir sind zu dritt mal wieder unterwegs hier. Wow, wunderschön. So, wer macht hier den Anführer? Weil wir brauchen ja einen Anführer. Und ich mach's nicht, weil ich kenne das Spiel ja schon fast in- und auswendig. Gut, dass ich es anscheinend am wenigsten kenne, muss es dann ich machen. Es sieht wohl so aus. Du bist der Streamer heute. Und wie war das? Jeder kriegt seine eigene Beute, ne? Also jeder kann den gleichen Rucksack für sich looten. Schön. Mach das Auto ganz. Hopp. Normalerweise funktioniert das.
Okay, solche geht hier lang, solche geht ums Auto rum. Okay. Ich folge dir, oh holde Maid. Mit den Rasterlocken oder keine Ahnung, was sie hat. Nicht mal den Ball hier treten, ist doch kacke. Ja, konnte man die Bälle nicht treten. Hier ist übrigens eine Waffenkiste. Ich habe ein gefährliches Eigenbaumesser darin gefunden. Ja, du bist ja die Klingenexpertin Macht. Ja. Okay. Gefährliches Eigenbaumesser. Kleber aufgenommen. Solche was. Ach so, nee, da hinten dran, da ist ja gar nichts hinter den Zäunen. Ah. Hättet ihr gedacht, dass wir so jung nochmal zusammenkommen hier am Strand? Ist auch noch so schön. Braucht ihr einen Besenstiel? So, und ich schau mal, ob meine Aufnahme auch richtig läuft, aber es scheint zu laufen, ja, gut. Weil ich bin ja immer paranoid, ich will ja immer auf Nummer sicher gehen, ja. Also, wenn's läuft, bin's fest, bevor's abhaut. Was? Außer es ist die Nase, dann putzen. Ja, dafür habe ich hab extra 5, 6 Schnuffeltücher nebendran liegen, ne? Für alle Fälle. Solche umtreten, dann wird's leichter. Ja, wegen einem brauche ich nicht umtreten. Doch, ich mache das bei jedem, egal welche Größe, egal ob andere in der Nähe sind oder nicht. Okay, solche geht direkt dem Weg entlang. Da wollte gerade sagen, könnte sein, dass der noch lebt, ne? Eine ganz wichtige Regel. Wie in den ganzen Zombie-Filmen, ne? Immer Double-Tappen. Wenn was auf dem Boden liegt, gehe ich davon aus, dass es tot ist. Inventar voll? Was? Inventar voll? Ach so, am Anfang hat man ja ein Winz-Inventar. Da kann man keine dumme Waffe mehr mitnehmen und so, ne? Madame, bleiben Sie auf dem Boden liegen. Und ich glaube, mir fällt schon auf, Multiplayer ist irgendwie gar nicht gebalanced, ne? Also je mehr Spieler du hast, umso leichter wird's. Ich glaube, es kommt dann auch schon ein paar mehr. Und das kommt mir im Moment wie Standard vor. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Lol, Belly freut sich, sie ist nicht die Einzige, die Schnuffeltuch sagt. So. Batz! I gehe! Ja, Walker ist halt die wörtliche Übersetzung, ne? Geh einmal weg, genau. Und mein Paddel ist kaputt. Naja, egal. Jetzt habe ich hier mein Tonfahrstöckchen. Oder wie auch immer. Und ich glaube, ich habe noch keine Verletzung abgekriegt. Also ja, im Intro vorhin, aber hier jetzt noch nicht. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich bin schon mal gestorben. Ah, ich dachte eben, solche wäre tot, aber nein, du hast ja einfach nur ein rotes Char-Symbol. Hey, hier können wir aufbrechen. Und packe ich es beim ersten Mal. Jawoll! Angeber. Ja, normalerweise packe ich das nicht, aber ich wollte es halt jetzt mal ausprobieren, ne? Ich wollte groß tönen. Was wäre die Trische? Oder wie stellt man die Scheißdinge her? Der Popo war jetzt nicht schön. Welche Popos hast du dir angeguckt? Ich weiß es. Achso, wahrscheinlich einen blutigen. Achso, also Belly sprach nicht von meinem. Wollte nämlich gerade sagen. Die Schande hat doch bestimmt so ein handliches kleines Popöchen. Ne? So alt wie wir sind die schon rostig und faltig. Ne? Also, da dürfen wir uns nichts mehr vormachen. Okay. Ich höre hier irgendwen schnaufen. Das wird smooth sein. Ach, die hocken da zu dritt rum. Scheiß Raucherlunge. Ja. Drecksack! Tut mir leid, ich kämpfe nur leidenschaftlich gerne. So, was findet, dem gehört's. Ihr seid in der Bude drin? Ja, beim Pornodreh. Beim Pornodreh? Oh, Rotlicht. Da steht einer in der Tür und beobachtet euch. Echt? Oh. Ich glaub, das war der Tontechniker. Naja, hat er gut gearbeitet, der Tontechniker? Ich habe einen Schlagring. Ja, der Pornodreh. Habt ihr die umgebracht? Ich dachte, die zappelt immer. Ich hab sie umgebracht. Ach solche. Das hätten wir doch noch. Das ist doch noch fast warm gewesen. Was ist die scheiß Musik aus? Ah ja. Was? Fahrstuhlmusik. Ist gut. Okay, gut, das in der Badewanne ist tot. Ich bin im Fahrstuhl. Das Wasser sieht ja gelb aus. Die hat da schon ein bisschen gegoren drin. Wie immer rennen wir überall rum, außer da, wo wir hin sollen. So. Spielen wir das Spiel jetzt eigentlich aus dem Anlass, weil es vom Index runtergegangen ist, also runtergestrichen wurde? Und weil es jetzt auch auf
auf Steam ein bisschen qualitativ hochwertiger geworden ist. Ey, cool, ich hab einen Ball gefunden. Ja, wobei die Definitive Edition, die ist ja jetzt schon über ein Jahr alt. Oder aber über zwei, ich weiß gar nicht. Er bewegt sich. Ball! Jetzt höre ich mich an wie die Kinder auf dem Spielplatz. Ball. Ja, jetzt ist er in der Ecke, wo wir ihn nicht mehr rauskriegen. Was? Der Ball. Spieler ist beschäftigt. Was guckst du denn da hoch? Was ist denn da? Jetzt boxt er erstmal. Dieser freundliche Seuche. Ja? What's in here? Ah, was fuchtelt hier? Bist du das, Lu? Nö, ich bin immer noch im Pool am Ball spielen. Achso. Ich weiß ja nicht mal, wo ihr hin sollt. Dann guck auf die Karte. Pool am Roten. Ach, da oben. Hallo, du. Achso, das ist Ted. Du schlägst einfach mal drauf, ne? Alles, was sich bewegt, kann nur feindlich sein. Ich glaube, da ist traurig. Ich nehme mal sein Messer mit. Danke, Ted. My wife. My dad. Oh, fuck, my own fucking brother. Jesus Christ. What else could I do? Let him kill me? Why are you looking at me like that? What the fuck do you hey, want Smooth, from sollen wir es ausrambulen? I have no choice. Na. Da heult hier so rum, ne? Der soll froh sein, dass er keine Kinder dabei hatte und dass er nur seinen Bruder und so platt machen musste, ne? Aber immerhin, er hat's überlebt. Ich meine, ob er von der Insel runterkommt, das steht auf dem anderen Blatt, ne? So, was haben wir hier? Energy Drinks. Aufzeichnung. Oh, Aufzeichnung, stimmt. Passt. This is Roger Howard on a special assignment on the island of Banui. I'm investigating illegal logging and clear-cutting that's not only damaging the ecosystem here, but costing the people of Banui. Look out! Get this asshole off me! My life might be in danger as those behind. Ich bin der Einzige hier, der mit Fäusten kämpft. Ich bin die tierliche Frau. Geh mir auf den Weg! As a precaution, I will be leaving a trail of recordings wherever I go. So that if ich mich heute in der Früh erstmal rasieren müssen. Der heult ja immer noch. Du hast Strapse an. Ja, hast du was dagegen? Oder willst du auch welche? Lass doch mal stehen, lass doch mal gucken hier. Okay. Soll ich springen dann? Ich halte da los hier. Geh nicht so tief in die Hocke, ne? Wieso? Ba 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 da ba ba da 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 da. So, ich hab den ganz kurzen Rock an, da kann man unten drunter gucken. Ja. Ach ja, da ist eine dunkle Furche. Ich sehe da nur Schatten. Bei dir gerade auch. Ja, Sam B hat halt leider keinen Rock an, ne? Oh Gott. Wir sind hier ja vorurteilsfrei, ne? Also, der dürft meinetwegen auch ruhig einen Rock tragen. So, immer dem Seuchen nach. Machst du hier wieder die Gartenlaube kaputt? Gartenlaube? Du hast doch auf irgendwas schon wieder draufgetreten. Geh immer mit euren Bällen. Herr Bungalow Nummer 7 ist abgeschlossen. Scheiße. Hier liegen überall Klamotten rum, anstatt dass man sich sowas anzieht, wenn man schon blutig ist. Nein. Planschen! Nicht mal abwaschen kann man sich hier. Stubari. Solche hast du eben irgendein Lied gepfiffen? Nein. Dann frage ich mich, warum im Chat so nach dir gerufen wird. Weil normalerweise ist es, wenn man ein Lied gepfiffen hat. What do we have here? Ich habe ein erschöpfendes Brecheisen gefunden, weil da hinter dem Zaun, da steht eine Waffenkiste. Ich habe was anderes gefunden. Ah, ich glaube, weil ich meine Taschenlampe angelassen habe. Ach so. Die Taschenlampe. Das Spiel hat eine Taschenlampe? Ja, Tee. Ah. Ja, stimmt. Manchmal wird es ja dunkel, dann braucht man das. Ja, also doch, zu dritt kommt man da gut voran, würde ich sagen, ne? Bisher keine größeren Probleme. Benötigt Stufe 2, scheiße, habe ich noch nicht. Macht's Spaß, solch? Wir sollten mal so einen Stiefelkreis machen, alle um den Zombie rum und dann treten. Das funktioniert auch, du kannst ihn tot. Da ist doch einer. Ja, komm. Bam.
Okay, ich nach hinten, du nach vorne. Da soll doch mal einer sagen, das Spiel macht keinen Spaß, ne? Aber ich find's schön, wenn du ein Videospiel, ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wenn du ein Videospiel spielen kannst, ohne dich wie ein Verbrecher zu fühlen, ne? Wie meinst du? Ah ja, von wegen Indizierung und so weiter, ne? Ach so. Ja. Beautiful. Beautiful, ja. For a moment, you can almost forget. Ja, das ist ja für PlayStation zum Beispiel ganz, ganz praktisch gewesen. Wie hat jetzt das andere Zombie-Spiel geheißen? Das, Dying Light? Dying Light, genau. Das habe ich auf der PlayStation gespielt. Mhm. Kein Problem, Österreich bestellt, reingelegt, ding, ding, hat funktioniert. Also, sie hat bloß der Verkauf. Oh, das war ein Sprung. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe das damals auch über Österreich bestellt. Ja. Dank dir habe ich es ja. So, wo ist unser Anführer? Noch. Ah, da vorne. Haben wir die Karte schon? Was für eine Karte? Ja, die Schlüsselkarte haben wir. Okay. Rohr rostig. Na toll. Bauplan genagelt. Jetzt wirst du genagelt. Die Standard-Update schon, die DLCs gingen nicht. Die konnte man nicht kaufen. So, jetzt können wir die ganzen Quests hier drin annehmen. Eieiei. Einfach reden mit den Leuten. Okay. Okay. Ready to go out there again? I need you to find a lifeguard station and see if it's safe. Can you do that for me? Okay, die Rettungsschwimmerstation. Take the beach. It's the shortest way. We'll come as soon as we know it's safe. There should be a working radio and sign. Signal us when it's clear, and we'll follow you. Where the hell else am I gonna go? This is the end of days, Judgment Day. Whoop. Ich glaube, wenn einer die Quest annimmt, kriegen sie alle, ne? Ja. Ja, okay, gut, dann müssen wir da ja gar nicht groß lang rummachen. Ach, das ist so schön einfach, ne? Na, warst du auch in der Waffenkiste? Ja, aber da hinten auf dem kleinen, auf der kleinen Insel ist auch eine. Oh. Oh, da muss man durchs Wasser. Ich habe mir gerade die Füße wieder abgetrocknet. Hallo. Bip, zuverlässiger Stock bei mir. Joho, Leute, und da sind wir auch bei der Nachbesprechung zur ersten Folge Dead Island gespielt, zusammen mit solchen Marine und Smoo und natürlich auch aufgenommen in solches Livestream. Ich denke mal, ihr habt mit dieser Folge schon einen guten Einblick darin erhalten, was das Spiel ist, wie es sich spielt und um was es geht. Ich denke, es besteht ordentliches Lachpotenzial, wenn man mal bedenkt, in was für Situationen man hier alles kommen kann, ne? Und ich bin natürlich auch gespannt, was wir alles mitnehmen können, ob wir vielleicht sogar auch das ein oder andere Easter Egg finden oder eben nicht, weil manchmal rennt man ja wirklich mit Kartoffeln auf den Augen darum. Wir werden uns natürlich tunlichst Mühe geben, nicht alles zu übersehen, aber ihr kennt das ja, wenn man dann mittendrin ist und von links kommt ein Zombie und von rechts kommt ein Zombie, ne? Ja, könnt ihr euch vorstellen. Natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf diesem Weg auch weiterhin begleitet. Vielleicht habt ihr ja Spaß dabei und schaut auch weiterhin rein. Wir würden uns freuen. Bis denn dann.